Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Na, gehen Sie Schneeschippen? Nö, ich habe mir einen überdimensionalen Müsli-Löffel gekauft für unseren Breitmaulfrosch. Meine Mutter schrieb mir gestern auf Facebook, kann keinen Kaffee mehr machen, fahre jetzt zum Supermarkt, Hashtag nofilter. Waaah, Brüller! Für was gibt es einen internationalen Frauentag? Die haben doch oft genug ihre Tage. 7 Bademeister stehen am Beckenrand. Ich nenne sie die chlorreichen 7. Ich studiere demnächst Botanik, um mehr über meinen Körper herauszufinden. Lukas, 22, Lauch. Meine Mitbewohnerin hat heute Mädelsabend. Da habe ich dezent ein Lineal mit einer Markierung bei 22 cm im Bad liegen lassen. Hitler starb 1945. Trump wurde 1946 geboren. Zufall? Nein. Mysterium? Vielleicht. Hotel? Trivago. Habe eine Rolle im Pornofilm bekommen. Spiele den Ehemann, der zur Arbeit fährt. In einer Männerabteilung Klamotten für Männer zu finden, wird auch jedes Mal schwieriger. Aber die Jeans für Störche sind geil. Vorhin hat die Kauflandkassiererin einen Kunden mit extremer Akne gefragt, ob er Punkte sammelt. Ich musste leider laut loslachen. Essen ist fertig. Mama, 46, noch nicht fertig, braucht nur jemanden zum Tisch decken. Diese verdammten Amnesie-Patienten, was glauben die eigentlich, wer sie sind? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. Beim Tabu soll ich das Wort Zicke beschreiben. Ich? Manchmal bin ich eine, meine Mutter, Schlampe! Mir gelüstet ist nach Frühstück. Man bringe mir die Pföten dreier Hühner und das Blut von orangenen Zitrusfrüchten. Als Kind habe ich mal einem Priester das Leben gerettet. Ich habe einen Tumor an seinem Hoden ertastet. Bitte sagt alle Nein zu Drogen. Das lässt den Preis sinken. Ich bin stolz darauf zu sagen, dass ich einen Monsterschwanz habe. Nicht, weil er groß ist, sondern weil er kleinen Kindern Albträume beschwert. Beschwert? So ein Riesenschwanz, dass er Albträume beschwert. Das lassen wir jetzt so. Seit meine Freundin schwanger ist, hat sich viel verändert. Mein Name, meine Adresse, meine Telefonnummer. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen scheiß Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche.